meine lieben Omsi-Freunde, ich bin's mal wieder, euer Maschenhorst-LP und heute mit einem ganz besonderen Video, naja, nicht besonders, aber es hat sich mal wieder was aus dem Hause MAN in Omsi getan. Wie ihr schon gesehen habt eben, das ist der neue, umgemoddete NG310VDV, also das ist der VDV-Arbeitsplatz hier, den haben sie umgemoddet. Dann haben sie noch andere, andere Sounds hinzugefügt. Also wenn man anschmeißt, ist der gleiche, aber dann ist ganze Frontscheibe. Und immer wenn ich jetzt was vorstelle, zum Beispiel jetzt ihn hier, dann fahren wir auf der Freifahrtkarte, ja? Also wir fahren die Linie 65 wieder, weil sie kurz ist. Und ja, ich guck kurz mal wieder, was wie immer läuft. So, dann stellen wir mal ein, Liniekurs ist die 6500. Route ist die 01. Nee, Route 02. Da wollen wir hin. Und wir haben eine traumhafte LAVO-Anzeige. So stand es drinne. Und ja, dann machen wir uns auch schon so langsam bereit. Schmeißen wir die Möhre an. Gang rein. Naja, ein bisschen aufpumpen noch. Da muss ich meine Pedale kurz vor. Und kurz mal was ausstellen hier, den Fahrscheinverkauf, weil da muss ich mich noch reinfinden. Gang rein und dann noch ein bisschen Omsi lauter stellen, weil ihr sollt ja auch ein bisschen den Klang hören, ne? Von dem Bus. So ist glaube ich gut. Warum fährt er jetzt nicht? Naja. Ja, noch zu wenig Druck anscheinend. In Omsi darf man das ja machen hier. Was wir jetzt hier gerade machen. So. Jetzt. Ah, wir rollen. Oder. Nein, nein. Das dauert dann kurz. Oh, wir rollen. So. Ja, ah, das ist doch schön. Dann stellen wir gleich die Zeit ein bisschen vor. Oh, diese Sounds von der Tür, die sind schön. Hier, auf und zu. Oh, Trauma. Ah, ja. Dann stelle ich jetzt mal kurz die Zeit ein bisschen vor. 3 Minuten. Und dann fahren wir jetzt schon ab. Oder ne, keine Will noch mit. Er geht jetzt nicht auf, oder? Wollte gerade sagen, Bus kaputt. Oh nein. Er fährt ja. Der Kollege kommt nicht hinterher. Aha. Ui. Wollte ich gerade sagen, warum geht er denn nochmal? Adlersee. Es ist ein bisschen nass hier auf der Straße. Aber naja. Dann wollen wir mal zum Adlersee fahren. Ich habe mir so überlegt, GTA jetzt ein paar viele Daumen nach unten, dass wir das doch verschieben und jetzt noch weiter ein bisschen mit Omsi machen. Ich werde die Map Harburg installieren, Hamburg Harburg.
diese Beta oder ja, ja mal gucken. Kommen Sie in meine Nomsi und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Alle, die Omsi verstehen, ne? Wir wollen sie ja aussteigen, ja. Wenn man das geben wird. Naja, alter Bus. Nur halt umgebaut. Nein! Hätte er nicht abbremsen können. Er hat doch gesehen, dass ich da kam. Ach man, Leute. Ruf ich aber nicht die Polizei. Glaube ich doch nicht. Ja, wie kommen wir jetzt da durch? Wegschieben oder wie? So, jetzt wollen wir halt aussteigen, ne? Ja, so ist die KI hier in Omsi halt, aber da kann ja auch nichts dafür. Ja, halt nicht hoch. Da war jetzt irgendwie die Meldung, dass wir schon weit weg sind von dem Unfallort. Nochmal. Bei diesem Bus ist noch, das muss noch gemacht werden hier, dass der Hebel da drin steckt, in den Lenkrad halt. Ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn wir jetzt hier nach da drängen. Oh, ja, das muss noch gemacht werden. Aber ist schon ganz gut geworden. Dass er jetzt einmal umgemordet worden ist, ne? Ich versuche euch den Link in die Videobeschreibung zu packen. Holocaust-Denkmal. Hat sich dahinter den Ding versteckt. Ups. Koloniestraße, Holocaust-Denkmal. Könnt ihr dann ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denn gerne für eine Karte mal sehen wollt. Dann versuche ich euch den Wunsch auch zu erfüllen irgendwie. Wenn ich dann Zeit habe. Weil jetzt kommen wohl wieder mehrere Videos. Gut noch.
Naja, nicht schlimm. Dann trinke ich jetzt noch mal einen Schluck. Ja, es gibt noch einer von denen bei diesem Mod, der hat dann das MAN-Zeichen hier stehen und man kann die Haltestellenbremse besser betätigen, dass er dann kurz drin bleibt, weil wenn man hier die Haltestellen, wenn man da die Haltestellenbremse macht, dann hört sich das immer so an. Ja. Dann macht das immer dieses Geräusch. Das ist schlimm. Das tut man in den Ohren weh, wenn man das die ganze Zeit hört. Und ich finde den Drucker auch sehr schön gelungen, weil wenn man hier druckt, kommt das hier raus, geht einer hier durch und dann geht er noch ein bisschen nach unten, der Fahrstein. Also haben wir ganz cool gemacht. Sind wir jetzt auch schon wieder an einer Endhaltestelle angekommen. Leider. Wir werden dann jetzt noch mal gucken, dass wir zum Erfurt ZOB Freifurt Endhaltestelle Umstieg in alle Richtungen und zum Emilino. So, wir werden dann noch mal gucken, dass wir da zum Betriebshof kommen nochmal und fahren ab. Dann packen wir das Ding ein und dann war's das. Aber es hat mich mal wieder gefreut, mit euch ein Let's Play zu machen, oder? Ich merke gerade, es ist falsch. Ich weiß nicht, ob wir um die Kurve kommen, weil er versperrt uns die Fahrt. Ja, glaube ich. Aber wirklich schöner Zaun hat der. Wir rasen hier. Ich rase irgendwie immer um diese Kurve.
Ich finde, mit dem C2 kann man nur heizen. Also man kann nie richtig, ja, ich weiß auch nicht. Kurz mal die Feststellbremse ran, weil sonst fährt der Bus irgendwie. Ja. Endlich Feierabend. Naja, nicht endlich. Ich würde immer gerne mit euch an einem Tag mehrere Videos machen, aber leider habe ich da keine Zeit. Oder es kommt was dazwischen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wo parken wir denn? Ja, am besten. Gleich wieder mit. Ja, doch. Guck mal, passt doch. Gleich als erstes den Bus hier hinstellen. So, mit Warnblinker ist immer besser. Das machen die bei der KVG auch immer. Dann machen wir den Bus noch aus. Er hat immer so ein komisches Tackern, wenn er draußen ist. So, machen wir ihn aus. Was ist das? Ja, toll. Wie geht denn der hier aus? Ich bin einfach wieder zu doof. Dann machen wir das so. Altmodische Art. So. Dann machen wir das Licht aus. Dann ich düne auf. Dann steigen wir aus. Und jetzt geht nichts mehr. Kann man den. Ach ja. Ja, dann war es das von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, schönen Tag und ja, das was euch noch übrig bleibt von dem Tag oder Nacht oder Wochenende. Ich bin's, euer Maschenhorst LP, gebt mir doch ein Like, ein Kommi, also ein Kommentar meinte ich damit mit Kommi, ne? Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.